Ich find's übel cool, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter von euch mich pranken würde. Ey, Papa Platte, kann ich für meinen Vlog filmen? Tobi, ich kenne dich schon, das funktioniert nicht. Aber nice try, Bro. Pass auf, wir haben Folgendes vor, wir machen das Ganze spannend, ja? Tobi hat 20, wer würde, was, wen würde... Ich habe damals 20 Fragen vor 3 Monaten vorbereitet. Ja, 20, wer würde eher fragen, ich brauche einen YouTube-Upload? Würdest du eher. Also entweder Olaf fragen und wir müssen entscheiden. Genau, und okay. Wir reden kurz drüber. Mhm. Okay? Ja. Gut, die nächste Frage. Die nächste Frage, wir haben noch gar keine gehabt, einfach, ey Digga, bester Moderator. Würdest du eher den Rest deines Lebens allein sein oder ständig von Menschen umgeben sein, die du nicht magst? Oh, das sind so serious Fragen, ich dachte, jetzt kommt so... Da kommt auch ein richtiger Müll. Okay. Ich glaube, ich wäre lieber unter Leuten, obwohl ich jemand bin. Die magst du alle nicht. Die magst du ja alle. Ach, das war die Frage? Ja. Also entweder immer alleine oder mit Leuten, die du nicht magst. Oh, nee, dann immer alleine. Ja, safe, ich auch. Würdest du eher für immer auf Spaß verzichten oder auf emotionale Bindungen? Boah, auf Spaß. Nein. Dürfte man... Nein. Als hättest du deinem Sohn irgendwas verboten. Nein. Heißt auf sowas wie... Pusten. Alles, was in der... Ja, erlaubt. Ja, aber Bro, da sitzt du immer alleine. Oh, dann würde ich auf emotionale... dann würde ich auf verzichten. Weil emotionale Bindungen und... Ich könnte ja zum Beispiel so machen, dass meine Partnerin sich vor mir ausdehnt und ich... Oh mein Gott, komplettes System gedribbelt, Digga. So. Holy shit. Dann Boom, let's go. Würdest du eher nie wieder Musik hören oder für immer den gleichen Song? Boah. Für immer den gleichen Song. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ist besser als keine Musik. Dann hast du wenigstens einen Song. Oder würde der dann immer im Schleife laufen und kannst ihn nicht pausieren? Nee, egal welche Musik du jemals hören wirst, es wird immer dieser eine Song. Ja, aber ich finde, dann, guck mal, dann hast du ja, du hast ja entweder keine Musik oder du kannst wenigstens einen Song hören. Dann nimmst du doch lieber den einen Song, du kannst ihn ja auch pausieren. Ja, also ich kann den, immer wenn irgendwo Musik läuft, höre ich den. Ja, quasi. Ich würde, glaube ich, es ist eine Salami-Party, jeder hat einen. Ich glaube, den würde ich die ganze Zeit hören. Real Rap, wenn du einen Song auswählen müsstest, welchen würdest du nehmen? Jetzt ehrliche Antwort. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ich würde so Goosebumps nehmen von Travis oder so. Ich würde, glaube ich, von I Monster, Daydream und Blue wählen. Okay. Ich würde Crazy Frog nehmen. Würdest du eher nur über den Google-Übersetzer sprechen können oder nur sprechen können, wenn dir eine Frage gestellt wird? Naja, irgendwann haben Leute ja gecheckt, dass sie mir immer Fragen stellen können. Dann ist das ja so bekannt. Dann stellen halt alle mal Fragen, dann würde ich wahrscheinlich eher über die Fragen reden. Ja, glaube ich auch. Zum Beispiel, wenn ein Kollege dich anruft und sagt, ja, wie geht's? Fängst du an zu reden. Zack, System gedribbelt. Digga, wir sind einfach zu schlau für diese von Tobi. Das ist alles okay. Man sieht dich nur zur Hälfte, ne? Würdest du eher für den Rest deines Lebens keine Schuhe mehr tragen oder kein Auto mehr fahren? Keine Schuhe. Boah. Ich meine, ich dürfte bei Leuten im Auto mitfahren. Ja, aber. Dann würde ich auf das Autofahren verzichten, weil es ist sowieso bei mir immer so, wenn Freunde da sind, dann fahren die immer für mich. Dann würde ich auch die... Ich feiere Autofahren nicht. Auf die Autos. Okay. Würdest du eher deine Bettwäsche nie wieder waschen oder nur alle 2 Wochen einmal duschen? Alle 2 Wochen duschen. Ich wasche mich einfach oder gehe baden. Boah, das ist tricky, warte mal, also... Hä? Baden und waschen? Also entweder ich benutze immer dieselbe Bettwäsche oder... Aber darf mich jeden Tag duschen? Ja, wenn du... Guck mal, wenn du jetzt nicht in dem Bett hast und stuff und du duschst dich immer vor dem Schlafen und... Wenn ich in einem Hotel schlafe, muss ich da auch die gleiche Bettwäsche benutzen? Die nimmst du immer mit, ja. Ich glaube, es ist sogar gesund, wenn man nur 1-2 Mal die Woche duscht. Das stimmt. Würdest du eher allergisch gegen Babys oder allergisch gegen Pensionisten sein? Was sind Pensionisten? Ja, so Rentner. Cringe für Rentner. Ja, dann halt gegen Rentner. Ja, gegen Rentner. Aber warum? Ja, weil Babys willst du ja haben und dann... Aber was, wenn du alt wirst und dann bist du im Altersheim? Du bist ja dann allergisch gegen dich selber. Ja. Du bist allergisch gegen dich selber. Wenn du dich anfasst, dann... Dann muss ich mich halt umbringen. Okay, Bruder, kritisch. Dead escalated quickly halt. Digga, dein Hund ist vom Teufel besessen. Würdest du eher alle deine Erinnerungen verlieren oder erblinden? Boah, dann lieber alle Erinnerungen verlieren und dann... Einfach neue Erinnerungen. Ich komme ja quasi, wenn ich morgen aufwache... Alle Erinnerungen verlieren ist ein Win einfach. Das ist ein Bonus. Mein Bruder wird mir erzählen, was ich so mache. Ich würde sagen, okay, chill ich. Ich lerne meine Mutter wieder. Aber man ist ja in der Woche wieder drin. Kennt ihr das, wenn ihr einen geilen Film gesehen habt und ihr denkt euch so, ich wünschte, ich könnte alle Erinnerungen verlieren und mir die dann nochmal reinziehen, die Filme? Das könntest du dann alles machen. Du könntest so Inception nochmal komplett neu gucken. Du kennst halt keinen, ne? Du weißt nicht, wo... Ja, aber sowas wie Inception lernst du wieder kennen. Guck mal, ich bin nicht wie so ein Steinzeit, wenn ich wach, ich auch... Kann ich nicht mal mehr reden. Ja, dann lerne ich das halt alles wieder. Safe. Ja, ich würde auch Erinnerungen nehmen. Ich glaube, so Sinne eingeschränkt ist krasser. Die hatten wir schon mal beim anderen Format. Würdest du eher wissen wollen, wie du stirbst oder wann du stirbst? Boah, wie? Ja, wie? Ja, ich glaube auch. Wann ist so... Ja. Vor allem, guck mal, bei wie kann es ja auch passieren, dass da einfach Altersschwäche kommt. Und dann weißt du, okay, ich werde wenigstens alt. Ja, richtig. Würdest du eher die Helligkeit deines Handys für immer auf niedrig stellen oder die Lautstärke deines Handys immer auf niedrig stellen? Helligkeit ist sowieso immer auf niedrig. Ja, safe. Helligkeit ist immer auf low. Ja. Obwohl ich sagen muss, Lautstärke ist auch immer auf null. Und ich finde es richtig schlimm, wenn... Kennst du so Leute, die so ihr Handy immer auf nicht mute haben? Ja. Und dann hört man so irgendwie im Flugzeug... hört man so... Ja, mit dieses Pfeifen...
Oh mein Gott, Digga! Ganz schlimm, ganz Junge. Ganz schlimm. No joke, nee. Würdest du eher nur noch krassige Kleidung tragen, die juckt, oder immer nur ein Blatt Toilettenpapier verwenden? Ein Blatt Toilettenpapier. Einfach kein Toilettenpapier. No joke, einfach BD oder irgendwie Finger und dann Hände waschen, ist halt dann so. Ja. Okay, würdest du eher einen elefantengroßen Hamster oder einen hamstergroßen Elefanten als Haustier haben? Boah, hamstergroßen Elefanten wäre so doof. Real Rap, okay, das ist geisteskrank Tierquälung, aber stell dich vor, es gäbe so ein Spray oder so, wo man so Babytiere besprühen kann und die bleiben Babys. Man kann die dann so verchecken als Haustier. Das wäre so chillig, das wäre so cool. Dann könnte man sich so einen Baby-Eisbären in die Wohnung packen. Oder stell dir vor, du sprühst das einfach auf einen Menschen und der wird zum Baby. Stell dir vor, Trimus wird einfach ein Baby. Er ist so ein bisschen sowas. Okay. Würdest du eher dein Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in dein Heimatland zurückkehren können? Dann würde ich wahrscheinlich nicht gern zurückverkehren. Ich würde mein Heimatland nie verlassen. Echt jetzt? Ich bin Deutschland da. Okay. Bock. Würdest du eher deine Zähne nur einmal im Jahr putzen oder deine Haare nur einmal im Jahr waschen? Verstehe die Frage nicht, ich mache beide schon. Ich würde meine Haare nicht einmal im Jahr putzen. Ich dürfte entweder meine Haare nur einmal im Jahr waschen oder meine Zähne putzen einmal im Jahr. No joke, dann machst du einfach Dreadlocks, fertig. Boah, schwierig. Stinken halt, ne? Deswegen ist man sagt ja, wenn man weniger seine Haare wäscht, dass die dann nicht so schnell fetten. Aber wie ist das, wenn du die ein Jahr... Ich würde sagen Haare. Glatze. Jeden Tag einfach rasieren, fertig. Oh ja, true. Zähne sind smart, wichtig. Smart. Ja. Würdest du eher ein Jahr lang denselben Tag erleben, also alle 365 Tage sind gleich, oder und dann ein Jahr deines Lebens opfern? Also ich würde dann quasi ab heute bis genau in einem 365 Jahr... 365 Tage, nur denselben Tag erleben. Aha, aber danach wäre wieder normal? Danach wäre wieder, nach einem Jahr wäre wieder normal. Oder ich überspringe quasi das Jahr und verliere das dann. Achtung, Fivehead, ich würde den Tag nehmen, wo ich die dicksten Überweisungen bekommen habe. Boah. Dann erlebe ich 365 Tage, das ist doch vollkommen fein. Deutsche Motherload einfach. Und dann, Digga, wirklich, no joke, Motherload. Bam, 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 Cash. Okay. Wenn der Tag geil ist, dann würde ich es machen. Aber es wäre der heutige Tag. Der heutige Tag ist auch... Boah, der heutige Tag würde ich nehmen. Den jeden Tag erleben. Vor allem, wie ist das dann? Weil man erlebt ihn ja immer genau gleich und ich enjoy es ja gerade. Ja. Dann würde ich ja jeden Tag enjoyen. Ja, richtig, ist so. Ja, aber ich glaube, meinst du nicht, dass der irgendwann dann langweilig wird? Nee, du erinnerst dich ja nicht mehr dran. Ist ja immer ein neuer Tag, Reset. Du erlebst immer denselben Tag. Dann musst du auch slightly variations. Guck mal, ich könnte jeden Tag mit Akani kuscheln und hier essen. Würdest du eher mit 10 anderen Menschen in einer Wohnung leben oder für immer alleine? Lieber mit 10 anderen. Für immer alleine. Ich glaube, immer allein. Wenn es zehn korrekte Leute im riesigen Haus sind. Leben, Wohnung. Ich könnte nicht in einer WG wohnen. Die größte Wohnung der Welt einfach. Aber niemals mit einer Frau oder Kinder oder sowas. Ist doch scheiße. Wenn ja Besuch kommt. Hey, ist doch weird. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich immer mit genau 10 Leuten in einem Haus wohnen müsste. Oder wenn es ich wäre alleine, aber meine Frau und meine Kinder können immer rumkommen. Nur abends müssen die dann halt häufiger wieder gehen. Weil der gerade weiß. Ja. Entspann dich mal, Digga. Das ist sau weird, Bro. Ich würde lieber 10 korrekte Leute suchen. Nee, ich weiß, ich bin nicht so der WG-Mensch. Ich merke oft, stell dir vor, deine Eltern maybe in einem Flügel von deiner Wohnung. Ja. Eine riesige Wohnung, 4000 Quadratmeter Wohnung. Yo, okay, gut. Aber ich finde, das ist die Frage so ein bisschen gedribbelt. Mach ich die ganze Zeit schon. Ja, ist auch wahr. Nächste Frage. Ja, also, ich weiß nicht. Würdest du eher Minecraft Texture Pack nutzen oder Shader? Digga, shit, Retalk. Cool. Minecraft Texture Pack. Ich würde Shader benutzen. Ich finde Texture Pack übel ugly. Geiler Shader, hast du recht, ist besser. Ja, geiler, stimmt. Geiler Shader. True. Shader. Aber das muss so ein flüssiger sein mit Shader, so Gang. 140 FPS. So ist. Okay, würdest du eher bevorzugen, dass alle Pflanzen schreien, wenn du sie schneidest, oder alle Tiere um ihr Leben betteln, bevor sie getötet werden? Die Pflanzen schreien, weil ich schneide keine Pflanzen. Ja, eben. Auch keine Kräuter oder? Nein. Ja, Bro, es ist halt fucking. Stell dir vor, du grindest so und es weiter und so. Aua! Und du rast das so und das macht so. Oh, ich bin Vegetarier. Alle Pflanzen, Paprika, die ganze Essen. Überstressig. Junge, das wäre so dumm, Alter. Aber besser als Tiere. Die Chefin, Aber ich esse, hä? Du isst ja keine Tiere. Ich esse ja keine Tiere. Ja, also würde Tiere halt schreien. Das wäre voll geil für die anderen. Dann werden die dann würde jeder Vegetarier. Ja, stimmt. So. Tiere. Ja, ey, stimmt. Ich glaube, ich würde auch Tiere, safe, ja. Ja, ich würde auch die Tiere nehmen. Ja, klar. Tiere. Die Chefin, Pflanzen schreien und mäßig einfach rasen so. Der ganze Rasen. Bro! Okay. Ey, der Gast war extrem heftig. Ja. Das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut gerne bei Papa Platte vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Macht's gut. Ciao.